Nein! Oh, was ist denn los? Oh, gerade noch geschafft. Leute, 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 Leute. So, Zugbremse und wir müssen die Notbremse gleich quittieren, ne? Muss man die Notbremse nicht quittieren? Kann es sein, dass wir einen Zug vor uns haben, der uns ausbremst? Boah, weißt du, was wieder passiert? Eieieiei. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir, Sekunden erreichen wir Dresden-Neustadt. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der Gardabahn. Und hoffen, Sie reisen bald wieder mit uns. Zu Ihrer Rechten sehen Sie noch ein wunderschönes Graffiti. Oh, ich dachte gerade Dampflok. Und der Ausstieg befindet sich. Achso, nee, jetzt weiter. Nächster Halt: Dresden-Neustadt. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Was sind denn das für Kisten hier mitten auf der Strecke? Das muss auch noch repariert werden. Repariert werden vor allen Dingen. So, was habe ich gesagt? Nee. Rechts, ne? Ja. Hallo? Nee, was ist denn jetzt wieder los? Hallo? Ich kann wieder die Tür nicht entriegeln. Was war denn das letzte Mal, dass es nicht ging? Ich glaube, ich habe es kaputt gekriegt. Das ist natürlich schade, weil wir dann die ganzen Abschluss-XP nicht bekommen. Aber gut, wir kriegen die ja unterwegs schon rein. Was hat er denn? Ich krieg die Tür nicht zu. Also auf. Okay. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Das ist ja jetzt kurios. Warum gehen die Türen nicht?
dann müssen wir halt cheaten. Ich kann es doch auch nicht ändern. Die Frage ist nur, ob ich die wieder schließen kann jetzt. Nee, kann ich nicht. Kann ich das dann aus dem Führerstand raus? Nö. Ja, das ist ja was. Irgendwie macht mir das gerade Sorgen. Aber gut, wir spielen einfach weiter. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Ohne Spießen nichts gewesen. Aber wenn jetzt irgendwie ein systematisches Fehler wäre, dann systematischer Fehler war, dann könnte ich auch jetzt nicht anfahren. Pass auf. Kann ich aber. Na gut, dann legt sie das vielleicht gleich. So, Dresden Mitte ist unser nächstes Ziel. Und wir fahren gleich in eine Langsamfahrtstrecke rein, in einem Langsamfahrtabschnitt. Und dann gleich in einen noch langsameren, aber das sind 40 Kilometern. In 2,6 Kilometern erst. Und der nächste Halt ist ja schon gleich. Ja, das ist ja mal auch was. Das ist so was Neues, ne? Müssen wir was anders machen hier. Türen von Hand öffnen. Warum nicht? Muss ich mal nachlesen, was ich da falsch gemacht habe. Ist das wirklich eine Dampflok? Oder ist das irgendwie ein sehr CO2-lastiger Betrieb? Fraglicher Herkunft. Oder sind wir nicht an der richtigen Stelle gehalten? Kann ja das sein, ich weiß es nicht. So. Ja, ich bin mal gespannt. Was passiert jetzt, wenn wir dort die Türen nicht mehr öffnen können? Ziel erfüllt, jetzt muss er die Tür entriegeln. Und? Er sagt, sie sind entriegelt, aber er entriegelt sie nicht. Ja, das ist ja, ist ja schon so ein bisschen ärgerlich. Aber ich helfe ja gerne. Wir sind ja ein serviceorientiertes Unternehmen. Ah, das ist doch überhaupt kein Problem. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Das ist ein wichtiger Hinweis, ne? Das ist echt lebensgefährlich. Wenn ihr diese Linie übertretet und fährt ein ICE durch, seid ihr leider tot. Machst du nix, ne? Also mit voller Geschwindigkeit, ne? Ja, gerade oder so, Erfolg hat den Zug kaputt gekriegt. Das ist doch irgendwas, ist doch hier. Juti, was haben wir hier? 60. Vorsignal 60. Kriegen wir hin.
Und nächster Halt wäre dann Dresden Hauptbahnhof. Und ich glaube, dann sind wir durch. Und ich war gespannt, wie ich die Folgen dann zusammenschnibble. Was qualmt, da war ich gewaltig. So, 1,4 Kilometer. Und dann gleich 40. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Zeichen für schlechte Strecke, ne? Wenn man sich überlegt, wir sind hier jetzt im, oder wir wären hier jetzt im Berufsverkehr und dann hättest du dauernd diese Langsamfahrtstrecken, was bedeutet denn dieses T auf der Seite liegend? Achtung, Gleis fällt weg nach links, rechts. Werden wir nicht mehr erfahren, denn wir sind ja gleich da. Einmal hier einen doppelten Gleiswechsel. Ja, und dann startet diese Staffel, dann endet diese Staffel, wie sie startete. Würde noch einmal die Türen richtig funktionieren, das wäre schön. Wie schön hell das hier aussieht, ne? So schön angenehm. Gut, nichts für so ein Kellerkind wie mich. Da ist dunkel auch okay. So, noch einmal die Tür entriegeln. Well, das funktioniert ja sicher sehr gut nicht. Also, das war doch hier, gibt's doch auch diesen Dreh hier, den. Aber selbst wenn der Schalter drauf steht, geht's nicht. Okay, ja, also, ich habe es wirklich kaputt gekriegt. Und ich glaube, die Mission geht nicht weiter hier. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Oh, warte mal, da habe ich gerade was gesehen. Ich werde verrückt. Das gibt's ja nicht. Warte mal. Nicht Waldemar, sondern warte mal. Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Da ist ja wohl jetzt nicht das... Also... Ne. Na gut, fast. Ja, ich würde eine 3 geben dafür. So. Alright. Ja, und damit sind wir angekommen in Dresden Hauptbahnhof. Ich hoffe, es sagte euch zu, was wir hier spielten. Und ja, wir können wahrscheinlich jetzt die Mission nicht abschließen, weil das mit den Türen nicht hinhaut. Die alle ineinander stehen. Die alle Türen öffnen. Pff. So. Gesamtpunktzahl. Level 3. 4. 5. Yes! Und Hauptlevel 12, immerhin. Haben wir es schon mal in der ersten Staffel nach der langen Pause geschafft, von Level 11 auf Level 12 zu kommen. Und in der Baureihe 146,2 auch auf Level 5. Strecke insgesamt Nahverkehr Dresden da. Und ja, 11.200 irrelevante APs. Sieht doch ganz gut aus. Ja,
Nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen, sehr verehrte Damen und Herren. Hier an den Empfangsgeräten nochmal der Hinweis. Ich weiß nicht, wann ich diese Folge, also in welche Teile ich diese Folgen geschnitten habe. Deswegen sorry, wenn mittendrin unterbrochen wurde und ihr keine An- oder Abmoderation bekommen habt. Unterstützt mich auf Gradro Plus. Da kamen alle Folgen, die ihr bis hierhin gesehen habt, bereits am 8. September. Also vor einigen, ist schon einige Tage her. Dann konnten die Unterstützer auf Pluser schon sehen. Aber auf YouTube ändert sich natürlich auch nichts. Aber dafür ist es da völlig werbefrei und unterstützt mich. Vielen Dank dafür. Und jetzt danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier in Train Simulator 2. Macht's gut. Tschüss.